Psychedelic Entertainment 101 Games Alpha Omega Group. This game uses an autosave feature. Alles klar. Ah. Ah, schön. Ja, Kopfhörer haben wir auf. Kann also losgehen. Adjust the brightness until both butterflies are equal visible. Ich glaube, ich sollte vielleicht erstmal... Ah, ich sehe, was gemeint ist. Ich glaube, so ist ganz gut. Ah, ja, schön. Wir sind im Hauptbildschirm. Gehen noch mal kurz in die Settings, machen das Ganze ein bisschen leiser. Und stellen die Sprache auf Deutsch ein. Chinesisch, ja klar. Helligkeit passt. Fix, ja, ja, alles gut. Denken wir, das bleibt jetzt so. Grafik, können wir da noch was einstellen? Das ist auch wunderbar. Können wir es noch auf episch treiben? Wäre auch schön. Okay, wunderbar. Also, kann es losgehen? Also dieses Spiel, was da jetzt auffällig war, dass ich erstmal der Spieler drauf aufgefordert wurde, sich Kopfhörer aufzusetzen. Also auditiv ist das ein sehr schönes Spielerlebnis. Also man hört wirklich von allen Richtungen immer irgendwas, Dolby Surround mäßig. Irgendwo von hier und dort ein Rascheln. Also ist von daher schon sehr atmosphärisch. Das ist so ein typisches Mystery-Adventure-Walking-Through-Game. Also wir laufen da ja durch so ein älteres Gemäuer, aber dazu gleich. Erstmal, der Entwickler ist 101 Games und der Publisher Dedelic Entertainment. Und veröffentlicht wurde das Spiel am 19. Februar 2020, also ist noch relativ jung. Und ist bei Steam für 11,38 Euro erhältlich momentan. Und das heißt The Suicide of Rachel Foster. Geht um die Geschichte einer jungen Erbin. Wir betreten das Hotel unserer Eltern, um den Verkaufswert zu schätzen. Na, allerdings werden wir von einem Schneesturm überrascht und sitzen mitten im Nirgendwo fest. So bleibt uns nichts anderes übrig, als Nicole, die Hauptinterpretin der in der Ergo-Perspektive durch das heruntergekommene Gemäuer zu steuern und die wahren Umstände von Rachels Tod zu lüften und damit auch Nicoles eigener Vergangenheit nachzufühlen. Und da würde ich mal sagen, wir spielen das mal an, wenn es sich viele Leute angucken. Also würde ich mich um 5 Däumchen oder 4 Däumchen freuen, dann spiele ich da auch gerne weiter. Und jetzt heißt es neues Spiel. Die Geschichte, davon du nun erfahren wirst, lebt von ihren Details. Das geht zu schnell. Schnell kann ich nicht lesen. Meine liebe Nicole. My dear Nicole. Wenn man sich einem Drachen... da oben geht's los. Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren, aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach seiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich seinen Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich vor den Drachen zu verneigen hat. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Oh? Wir steuern von oben? Sind wir auf einem Friedhof? Ich kann erstmal nichts machen.
Muss ich mich hier durchdrängeln oder? Ja, anscheinend. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierende Selbstmord haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, dass dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf, ich war bei dir. Ich war immer bei dir, als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast in einem Zimmer, das dir fremd war, und als du Duke in Forbes 1985 unter dem Weihnachtsmistelzweig geküsst hast, in deinem ersten Jahr am College gegen Abtreibung demonstriert hast. Jürgen war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das wir reden konnten. Miteinander zu reden bildete die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Erst einmal tut es mir leid. Und wir gehen weiter den Weg anscheinend zum Grab unseres Vaters. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist, aber ich habe den Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit für allemal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Sieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Oh, okay. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür sich zu leben, zu kämpfen oder zu sterben lohnt. Glaub mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. Und wieder strömt auf uns der Regen herab, in einer nie enden wollenden Reihe aus Schirmen, dunkler Kleidung und dem einzigen Grab, auf das unsere Aufmerksamkeit lastet. Ich wünschte, ich hätte mir was zu trinken mitgenommen. Ich wusste nicht, dass man so viel vorlesen muss. USA, Montana. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Montana.
Wir befinden uns in einem Ladebildschirm mit wunderschönen Bildern. Hello from Montana, 1965. Aus dem Helena Forest. Okay. Dort oben werden Bäume gerockt anscheinend mit Mulis. Ich bin so gespannt auf das Spiel. So, anscheinend sind wir angekommen. Oh ja. Das Smell. That's all I remember from the night we departed 10 years ago. Wir schauen uns einmal um. Moms Auto. Das Auto unserer Mutter. Ich höre selbst die Halogenleuchten direkt hinter mir flimmern. Das ist so krass gemacht. Defekte Lampe. Was? Hat schon was Gespenstisches. Und draußen tobt der Sturm. Und wir sind hier drin. Und ich habe nicht mal eine Taschenlampe. Immer sowas wie ein Inventar. Ich guck mal hier ganz kurz. Ach so. Steuerung. Ich will mal gucken, was ich kann. Taschenlampe 1, Mikrofon 3, Polaroid. Nächste Etage. Karte öffnen, M. Rennen. Ich muss rennen? Okay. Habe ich schon eine Taschenlampe? Nee, habe ich nicht. Eine Taschenlampe habe ich noch nicht. So, in meinem Auto scheint aber auch nichts wirklich Hilfbares zu sein. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir ins Hotel an sich kommen, ne? Was ist das hier? Administrants, Employees only. High Voltage. Ah. Scheint Strom angelegt zu sein. Feuerlöscher auch. Weiß nicht. Vielleicht die ganzen Sicherungen, die für das Hotel wichtig sind. Leonards Motorrad. Kann ich nicht mit der... Oh, damit konnte ich jetzt interagieren. Ah. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Okay. Lichtschalter? Kann ich den benutzen? Anscheinend nicht. Ach, schade. Aber da unten scheint was zu liegen. Aber das kann ich auch nicht nutzen. Das ist nur eine Flasche. Willkommen. Sieht sehr besucherfreundlich aus hier. Erinnert mich an so einen, ich weiß nicht, Sci-Fi-Horror? Alien oder sowas? Boiler Room. Okay. Was ist jetzt? Kommt von hier. Was ist denn? Mist. Hallo, ja, ich sitze fest. Hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard.
but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Leonard, das war unser Vater. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. Very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger, you Portland folks can only dream of. I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Wie denn auch? Draußen tobt ein Sturm? Ich habe eine Karte gekriegt anscheinend gerade. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Wo sind wir denn jetzt?